Hallo Modellbahnfreunde, mein Name ist Harald und ich bin 62 Jahre alt. Ach du meine Güte, wie lange ist das denn her? Na dann schauen wir mal, was sich in den vergangenen 10 Jahren getan hat. Ein kleiner Rückblick sozusagen mit verschiedenen kurzen Beiträgen aus meinem Kanal. Die Bahn sollte an der Wand so befestigt werden, dass man sie hochklappen kann und der Raum auch noch anderweitig nutzbar ist. Skizzenmäßig wurde der Kippmechanismus entwickelt, natürlich mit dem nötigen Wandabstand, denn es sollten die Häuser und Bäume nicht ständig abgeräumt werden müssen. Nachdem diverse Figuren und Fahrzeuge meine Anlage aufwerten, wurde es auch Zeit, sich mal mit dem Hintergrund zu befassen. Lange wurde gesucht, welches Motiv wohl am besten passen könnte. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auf eins sei aber an dieser Stelle hingewiesen. So gut wie sich die Züge fahren ließen, so soll das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die neuen Loks, wie zum Beispiel die BR50, die 52, oder die V60 sowie der kleine Schienesel Probleme auf den Standardweichen und Gleisen hatten. Ein Rangierbetrieb vor dem Bahnhof von Gleis 1 bis Gleis 5 ist nicht ohne Unfall über die Gleise machbar. Um das zu realisieren, überlege ich, ob es nicht besser ist, die gesamte Anlage auf ein Modellgleis umzurüsten. Mir steht also eine schwierige Entscheidung bevor. So, das soll es dann mal gewesen sein. Der nächste Aufbau wird dann sicherlich, sagen wir mal, so im Spätsommer erfolgen. Na dann, viel Spaß beim selber basteln und bauen. Um nun die Bahn in diesem Zustand weitestgehend vom Staub zu schützen, wurde sie mit auf Maß geschnittenen Möbelspanplatten umbaut. Sobald ich wieder etwas an der Bahn verändern will, werden die Füße angeschraubt, die Platte entriegelt und das Ganze nach unten geklappt. Naja, da sich die Bahn nun wieder in einem gebrauchsfähigen Zustand befindet, kann ich auch zeigen, dass sich das Gemüse in den beiden Gärten prächtig entwickelt hat. Da Häuslebauer meist auch Restmaterialien herumliegen haben, wurden diese nach Jahren nun endlich für den Bau eines Gewächshauses verwendet. In diesem Fall, also für meine Modellbahn, habe ich zuerst die Gewächshausgröße 1:1 skizziert und anschließend aus einer klaren Kunststoffverpackung ausgeschnitten und zusammengeklebt. Nun werde ich wieder mit der Situation konfrontiert, die mich schon immer gestört hat. Dem End- und Verpacken des rollenden Materials. In einem alten, herumstehenden Koffer sah ich die entsprechende Lösung und machte mir so meine Gedanken. Nachdem nun alle Böden fertig bestückt sind, können diese in dem Koffer verstaut und dieser verschlossen werden. Vorgenommen habe ich mir ja, meine bestehende Anlage vom Standard auf das Modellgleis umzurüsten. Auf alle Fälle bleibt es bei einer analogen Steuerung. Denn erstens sollen die alten Loks weiter betrieben werden, zweitens eine digitale Umrüstung wird mir zu teuer und drittens die Fehlersuche analog einfacher ist und die Beseitigung kostengünstiger. Bei meiner Bahn möchte ich auch nach dem Umbau frei schalten und walten können. Es wird also Zeit, etwas zu ändern. Am wichtigsten war mir dabei herauszufinden, wie ich unter Beibehaltung der einzelnen Kreise die einzelnen Weichen ersetzen kann, beziehungsweise welche Anpassungen nötig sind. Das würde
einigermaßen funktionieren, zumindest grob. Und die Weiche, da werden wir wohl weiter hintergehen müssen. Ja, das ist auch Signal noch im Weg, aber das können wir dann im Prinzip ändern. Das muss auf alle Fälle erstmal weg. Dann haben wir die Möglichkeit, mit der Innenbogenweiche anzufangen, dann die Dreifachweiche. Also im Prinzip kann ich mit der Demontage beginnen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mein Herz blutet, denn ich fange jetzt an, meine Modellbahn zu zerlegen. Na, bin gespannt, wie es ausgeht und wie ich schon geschrieben hatte, welche Überraschungen mich so noch in der nächsten Zeit erwarten. Werte Reisende, der Bahnverkehr ist bis auf Weiteres komplett lahmgelegt worden. Bitte nutzen Sie den Schienenersatzverkehr. So sieht's aus. Das sind Korkplatten, 1 Meter mal 50 cm. Und geschnitten werden die ganzen Teile mit so einem Gerät. Das ist ein Tapeziermesser und um die 45 Grad hinzukriegen für die Gleise, also für das Futter, da werden die etwas schräg gestellt. Für die eine Seite und die andere Seite kriegt dann im Prinzip den Knick andersrum. Nachdem ich im Bahnhofsbereich die Gleise und Weichen verlegt hatte, legte ich die Signalstandorte fest und setzte sie ein. Ich habe mich beim Kauf der Signale wieder für die Formsignale entschieden, da ihre Stellung gut erkennbar ist. Mit den folgenden Bildern kann ich mal zeigen, warum ich mich für das Flexgleis entschieden habe. Jede dieser Verbindungen war eine potenzielle Fehlerstelle. Denn bei einer schlechten Verbindung erhöht sich der Übergangswiderstand und das zog einen Spannungsabfall nach sich. Die Folge war ein Griff zur Zange oder eine weitere Fahrstromeinspeisung. In der Praxis werden Leitschienen in engen Bögen eingesetzt, um die Außenbogenschiene zu entlasten. Zwei solcher engen Bögen habe ich auf meiner Anlage. Okay, als erstes habe ich also den engen Bogen vom Gleis 4 spärlich ausgeschottert. Komme ich nun zu den Vorbereitungsarbeiten auf meinem längsten Brückenbauwerk. Da ich also bei meiner Bahn für nichts garantiere, treffe ich lieber die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Wie ihr sehen könnt, gibt es auch hier einige Änderungen. Zum Schluss noch einen Auszug aus dem Interview mit meinem Modellbahnminister. Herr Minister, wie lange denken Sie, wird noch die Anlage gesperrt sein? Ja, also wissen Sie, ich will mal sagen, ja, also Sie können sich ja überzeugen und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Mein Entschluss, den Wasserkran drehbar zu gestalten, wurde bestärkt, als ich im Original zum Jahreswechsel auf dem Bahnhof in Bad Brambach einen stehen sah. Der Krankopf und das Standrohr musste nun mit viel Gefühl durchbohrt werden. Nun versuche ich, das Ganze durcheinander zu entwirren und als Ringleitung benutze ich dabei die Drähte einer abisolierten NYM-Leitung 5x1,5 Quadrat. Achten musste ich bei der Verlegung auf die Standorte der Signale und Lampen. So, das sind 4 Prellböcke, die ich gerne beleuchten möchte. Wollte ich anfangs nur eine Diode in Reihe mit dem Trimwiderstand schalten, habe ich mich letztendlich für Variante 2 entschieden. Nachdem ich mit der Helligkeit der Sperrsignale zufrieden war, konnte ich nun die Umgebung gestalten und die Prellböcke etwas alt aussehen lassen. Jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben, dass zum Beispiel ein Signalfuß versehentlich verbogen oder gar abgebrochen wird. In dieser Folge soll es aber um die Sanierung meines Schaltpultes gehen.
Na prima. Wie heißt es doch so schön? Passt, wackelt und hat Luft. Soweit, so gut. Nun kann ich mich um die übrigen Weichen und Signalschalter kümmern und das Gleisbild im Schaltpult weiter verdrahten. Hallo Sommerloch. Da habe ich mir doch tatsächlich so eine elektrische Fliegenklatsche gekauft und wie mir scheint, ist auf die Idee noch keiner gekommen. Drähte und Buchsen sind angelötet. Nun muss ich noch das T-Sieb entsprechend vorbereiten und das Sieb kann jetzt eingesetzt werden. Ich freue mich, dass es uns in dieser Folge wieder gelungen ist, unseren Modellbahnminister ans Mikrofon zu bekommen. Naja, unser Techniker ist ja schon etwas in die Jahre gekommen und somit bedarf es noch einiger Überprüfungen und Ergänzungen, vor allem in der Sicherheitstechnik. Gönnen wir uns eine kleine Auszeit. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen und allen Zuschauern einen schönen Sommer. So, das Gehäuse sitzt wieder drauf und du kannst wieder mal losgehen. Ja, liebe Modellbahnfreunde, das war 2014. Folglich war es an der Zeit, 2017 Farbe zu bekennen und am Schaltpult sowie an der Bahn ein paar Ergänzungen vorzunehmen. Mit der kleinen Diesellok war mein Interesse am Sound verschiedener Modelle geweckt. Und wie ihr ja wisst, habe ich auch einige nachgerüstet, beziehungsweise auch gleich mit Sound gekauft. Und bis heute auch Freude dran. Wenn auch der ein oder andere Sound nicht dem Original nahe kommt. Aber bedenkt, wir haben eine Modellbahn. Und meine Modellbahn ist speziell für mich zum Spielen gedacht. Und ja, vielleicht freut es auch noch mehr den einen oder anderen Enkel, wenn er auf Besuch ist. Ja, das wollte ich mal so beiläufig mit erwähnt haben. 2015 kam ich auf die verrückte Idee, mir eine TT-Gartenbahn zu bauen. Der Gedanke dahinter war, meine Loks auch im Sommer ein paar Runden fahren zu lassen. Da meine Formsignale hin und wieder ihren Dienst quittiert haben und ich sie immer wechseln musste, kam ich auf die Idee, eine Steckverbindung einzufügen. Das erleichtert mir zwar das Auswechseln, aber eigenartigerweise geht seitdem keins mehr kaputt. Ich bin mal wieder in meiner Kammer und habe hier ein paar Oldtimer zu stehen. Die stehen bei mir schon seit längerem rum. Und so habe ich 2019 sie mit einer Lokbadewanne wieder in Betrieb nehmen können. Da bei den verbauten Weichen keine Herzstückpolarisierung möglich war,
änderte ich diesen Zustand 2020 mit selbstklebender Kupferfolie erfolgreich. Das war jetzt ein kleiner Rückblick über die vergangenen Jahre, wie ich meine Bahn umgerüstet habe und jetzt ganz zufrieden bin mit dem Ergebnis. Es ist eine besondere, eine besondere Freude für mich gewesen, dass ich meine Lokschuppentore beweglich gestalten konnte. Und das Letzte, was ja mir gelungen ist, herauszufinden, warum meine Personenwagen, vor allen Dingen die mit den vier Achsen, also diese, die so ein Drehgestell unten dran haben, ausgleisen an den Bogenweichen. Und das habe ich ja nun auch im Video festgehalten, welche Ursache sich dahinter verbirgt. Ich habe es abgestellt. Die Bogenweichen funktionieren jetzt ganz wunderbar. Und ich kann sagen, spielen mit der Modellbahn macht jetzt richtig gehend Freude. Und das wünsche ich euch auch. Und ja, wie gesagt, 10 Jahre YouTube. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, bei mir zuzuschauen, meinen Kanal zu beobachten, mich zu beobachten, wie ich das eine oder andere in den Griff bekomme. Ja, und werden wir sehen, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Aber ich freue mich auch auf eure Kanäle, werde hin und wieder auch da reinschauen, denn man sollte auch mal lieber den Tellerrand gucken, denn es gibt viele gute Ideen. Man muss sie nur finden. Und YouTube kann einem dabei helfen. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss und wie immer vielen Dank für eure Zeit. Bleibt schön gesund. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Tschüss, bis demnächst.